Ich hatte noch nie einen Freund. Ich war 14 und es hat angefangen, dass die Mädchen aus meiner Klasse ihren ersten Freund hatten. Dann war ich so, ich will auch. Dann war ich 16 und ich hatte immer noch nicht meinen ersten Freund. Und ich dachte so, will mich irgendwie keiner oder bin ich so hässlich? Ich habe mich so ausgeschlossen gefühlt, weil die Mädchen haben sich gegenseitig ihren Freund gezeigt. Pärchen, Bilder, Dates, bla bla bla. Das Schlimmste war, als die Gespräche über den ersten Kuss angefangen haben, weil alle haben darüber geredet. Und ich dachte so, ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt. Ich dachte so, ich knutsch gleich jemand an der Straße einfach ab, damit ich endlich mitreden kann. Weil ich konnte nie mitreden. Kein Freund, kein Kuss, gar nichts. Ich hatte so Angst vor dem Küssen, weil ich habe einmal gehört, wie ein Junge erzählt hat, ja, ich habe ein Mädchen geküsst, das war voll schlimm, die konnte gar nicht küssen. So, hä? Was ist das überhaupt? Ich habe sofort nach Kuss-Tutorials gegoogelt, weil was ist das und wie geht das? Dann war ich 18 und mir ist aufgefallen, ach so, wenn ich einen Freund will, muss ich mit einem Jungen reden, mit ihm schreiben, mich mit ihm treffen, ihm alles von mir zeigen. Nein, danke. Mir geht's gut alleine, will ich nicht. Ich lasse mir Zeit. Wenn ihr noch keinen Kontakt hattet mit Jungs, willkommen im Club.